Warum wirst du den Kampf gewinnen? Weil ich böse Mann bin. Böse denn, man, come on. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Alright, man, let's do the intro, motherfuckers. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar haben wir heute mal wieder eine Reaction am Start. Wir reagieren heute mal auf das Video von Universum. Universum Boxing, Sinan G vs. Bösemann, 10 schnelle Fragen. Der Kampf rückt immer näher. Es sind jetzt, glaube ich, noch, wie lange noch? 11 Tage oder so. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ja, ich habe mir gedacht, wir ziehen uns auf jeden Fall die 10 Questions mal rein und gucken, was die beiden Jungs da so erzählt haben. Interessiert mich persönlich. Und deswegen habe ich gedacht, react it in, man. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch den zweiten Kanal hier auf Süß. Und wir gehen jetzt mal rein in die Reaktion. Vesho, let's go. 10 schnelle Fragen mit Bösemann zum Kampf, zum bevorstehenden gegen Sinan G. Also starten wir direkt mal rein. Persönlich oder Show? Seit heute persönlich. Schon irgendwelche Boxskills? Persönlich oder Show? Seit heute persönlich. Okay. Ist wieder irgendwas vorgefallen oder wie sieht das aus? Ja, die ein oder Erfahrung ist da auf jeden Fall. Ist Gewalt eine Lösung? Gewalt ist keine Lösung. Das ist schon mal eine starke Aussage, definitiv. Warum wirst du den Kampf gewinnen? Weil ich böse Mann bin. Böse denn, man, come on. Kannst du deinen Kontrahenten überhaupt ernst nehmen? Ah, okay, das ist auch Antwort genug. Was sind die Schwächen deines Kontrahenten? Okay, alles klar. Digga, lass ihn doch mal kurz ein paar Sekunden zum Antworten, Bro. Welche Differenzen gibt es zwischen euch? Differenzen. Der Moderator ist ja doch wieder da an der Stelle. Ich habe gedacht, der Türk ist jetzt am Start, Bro. Egal was es gibt, die werden im Ring geklärt am 7. Was würde denn passieren, wenn Sinan G gewinnt? Dann, das ist eine Wunsch- und Traumvorstellung auf jeden Fall. Ich frage mich, wann das aufgenommen wurde. Wann dieser Talk hier aufgenommen wurde. War das vor der Pressekonferenz? Nach dem Face-Off? Oder wann war das? Oder war das jetzt wirklich als letztes? Deine Prognose für den kompletten Kampf? Eine Minute, maximal 30 Sekunden, küsst er die Bretter. Eine Minute, maximal 30 Sekunden. Okay, Alter, der Bruder ist überzeugt auf jeden Fall. Leckt er die Bretter? Oder sitzt er auf dem Bretter? Liegt er auf dem Bretter? Sollte das so sein, ist dann alles nach dem Kampf geklärt? Schauen wir mal. Okay, alles klar. Ich würde sagen, ganz klipp und klar, kurz, knackig und zackig. Das waren die 10 knackigen Antworten für 10 knackige Fragen. Also von daher, face off und es kann losgehen im Ring. Knackige 10 schnelle Fragen mit Sinan G vor dem Kampf gegen Bösemann. Sinan Gizi, Alter, Grüße gehen raus. Eine Prognose im Kampf gegen Bösemann. Ganz normal, schau den K.O. Frage ist nur, in welcher Runde. Okay, alles klar. Vorbereitung, wie sieht die aus? Ja, wir bereiten uns vor. Wir haben jetzt 7-8 Wochen Zeit. Geben Vollgas und gucken, wie schnell wir da fit werden. Bösemann, ganz schönes Viech. Hast du Angst vor ihm? Nö, keine Angst, aber der ist ein Brocken, muss man sagen. Der ist schon Motherfucker so, Alter. Nicht nur von der Statur her, auch so vom Mind her, glaube ich, ist der auf jeden Fall böse, Digga. Kann ich wegnehmen, ne? Aber Angst haben wir auch nicht. Was sind denn deine Vorteile im Kampf? Das ist mein erster Boxkampf, kann ich nicht sagen, aber ich denke mal, Kraftschläge und Schnelligkeit, würde ich sagen. Und Ausdauer arbeiten wir jetzt dran. Man, ihr seid die Ersten. Ausdauer ist das Schlimmste, ich schwör's dir. Ey, wenn ich nur daran denke, so Cardio zu machen regelmäßig, ist bei mir auch schon lange her, wo ich das letzte Mal wirklich konstant regelmäßig Cardio gemacht habe. So. Damals immer in den Diäten vor der FIBO habe ich immer krass Cardio gemacht. Musste ich mich aber auch richtig reinarbeiten. Hat immer so ein paar Wochen gebraucht und dann war es auch geil. Dann hat es mir auch was gegeben. Aber überhaupt sich erstmal zu überwinden, Cardio zu machen, war schwierig. Deswegen auch so ein Boxkampf und da kommt es halt auch schon drauf an, was geht mit der Luft ab, so. Die hier in Deutschland im Ring stehen und sich tatsächlich was auf die 12 hauen. Wie ist das Gefühl diesbezüglich? Ja, also das Gefühl, weiß nicht, also es ist normal. Also ich bin jetzt nicht irgendwie nicht aufgeregt oder so. Ich weiß aber, dass es eine krasse Sache ist, weil wie auch wirklich, wie du schon gesagt hast,
gerade bei so einem großen Event, die zwei einzigen Rapper, die dann wirklich sich trauen, in den Ring zu steigen, da dieses Event ja auch sehr groß ist. Da gucken sehr viele Menschen zu. Es ist jetzt nicht irgendwie hier, komm, wir machen ein YouTube-Video. Das ist schon ein ernster Kampf und deswegen werden wir uns auch ernsthaft vorbereiten und dementsprechend gucken wir vielleicht erste Runde, bam, bam, bam. Ist geil aber, ist geil, dass das jetzt so irgendwie, keine Ahnung, Alter, ist auf jeden Fall entertainend, dass mal zwei Rapper sich im Boxring treffen und da so ein bisschen die Rübe eindreschen. Ist Sport, weißt du, und ich find's cool, dass die Jungs den Beef dann da hingezogen haben und das jetzt so im Ring klären. Ich bin gespannt auch. Schön, Rippenprellung, kurz knackig, tackig, merkt man schon, er ist ihr Politiker. Ihr seid die beiden ersten Rapper, die sich gegenüberstehen. Ich meine, ganz ehrlich, was weckt das für Gefühle in dir? Das ist ein krasses Gefühl. Wir sind, glaube ich, auch die Einzigen, die das machen werden. Und ja, ziehen wir durch, fertig aus. Ja, ich meine ganz ehrlich, ihr zwei beweist Eier und ich meine, hast du im Nachgang denn schon irgendwie, wenn du Böse mal besiegen solltest, jemand anderen im Kopf? Das Problem ist, wir sind die einzigen Rapper, die in den Ring gehen. Ich glaube nicht, dass einer überhaupt die Eier oder die Courage hat, überhaupt mit... Ah, wer weiß, was sich da noch entwickelt in nächster Zeit. In den Ring zu steigen, weder gegen ihn oder gegen mich, es gibt da gar keinen. Aber wenn einer kommt, ist der herzlich eingeladen. So einfach ist das. Was ist wichtiger, der Sieg? Ich glaube schon, dass das weitergeht mit diesen Boxgeschichten. Im YouTube-Bereich auf jeden Fall, aber ich denke, auch im Rap-Bereich könnte es noch die ein oder andere Paarung zu sehen geben. Bösemann oder die Rap-Karriere? Wichtig ist nur Essen im Kühlschrank. Erstmal das. Zweitens sind wir schon Sieger allein, dass wir in den Ring laufen. Alles andere ist uninteressant. Was sind die Schwächen deines Gegners? Da ich ihn privat nicht kenne, kann ich dir das nicht zu 100% sagen. Ich weiß aber, dass er ein bisschen schwer ist. Ich bin auch ein bisschen schwer. Ich kann dir das nicht so genau sagen, weil ich habe ihn auch noch nie in Aktion gesehen. Aber ich denke mal, dass der konditionell auch so auf meinem Level ist, dass wir beide da konditionell noch was machen müssen auf jeden Fall. Was passiert denn jetzt, wenn Bösemann den Kampf gewinnt? Dann hat er gewonnen. Sei ihm das gegönnt. Wunderbar. Was passiert im Endeffekt da? Am Ende ist es auch egal, finde ich. Es ist ein Sport und Sportsmänner, auch Sportsfrauen wissen Bescheid. Man kann nicht immer gewinnen. Und auch eine Niederlage ist irgendwo ein Sieg, weil man sich getraut hat zu machen, sein Bestes gegeben hat und gelernt hat wahrscheinlich und am nächsten Mal einfach besser machen kann. So. Nach dem Kampf. Das kann man auch gut aufs Leben übertragen. Deswegen finde ich auch so Fitness, Boxen, Sportarten, Extremsportarten, Sportarten, die halt extrem sind, beziehungsweise wo man viel Disziplin und viel reinstecken muss, so, die bringen einen immer weiter, egal ob man am Ende des Tages den Kampf verliert oder nicht, es bringt einen trotzdem weiter, auch Mindset-mäßig so. Euch beiden ist dann alles geklärt? Also von meiner Seite gibt es kein böses Blut, also ich, natürlich nehme ich den Kampf sehr ernst, ich gebe alles im Kampf, danach muss man sich auch nicht die Fressen einschlagen, danach von mir ist das egal, also da musst du ihn fragen, wie es aussieht, von mir aus kann man auch eine Rückrunde machen, ist mir Latte. Da merkt man den alten Fußball in der Rückrunde. Zusammen schön, zusammen Reaction auf den Kampf machen, Digga, wäre geil. Ich würde die gerne, beide gerne mal vor der Kamera sehen, so. Die würden bestimmt auch harmonieren. Ja, der Rückkampf ist natürlich logischerweise. Was macht überhaupt das? Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, Digga. Kein Thema, das waren die 10 schnellen Fragen, ja, an Sinan G vor dem Kampf gegen Bösemann. Stay tuned, es geht weiter. Let's get it on, man. Ich bin auf jeden Fall gespannt, meine lieben Freunde. So, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Freunde, am 21. ist es soweit. Der Kampf findet statt. Ihr könnt in der Inbox, im Link, könnt ihr die Tickets vorbestellen. Inboxy-Vibes, man. Kommt, ich will euch alle sehen. Abonniert den Kanal Universum Boxen und genießt die Show. Am 21. findet der Kampf statt. Ihr könnt live zuschauen und checkt die Kanäle ab. Ihr wisst Bescheid, Stuff. Stay strong, bro. Ich bin gespannt, Digga, ich schätz dich. Schreibt gerne jetzt nochmal in die Kommentare rein, was ihr sagt, wer den Kampf machen wird am Ende des Tages, also wer gewinnen wird. Ich bin echt gespannt und ich freue mich auch schon ein bisschen drauf. Ich freue mich drauf, Digga. Das war's gewesen mit dem Video, meine lieben Freunde. Be unique, dabei ist alles. Vergesst nicht auch den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace the fuck out, man. Skrrr.